Hallo, hier ist Naruto 1986. Herzlich willkommen zu Batman Arkham Knight zu Part 198. Nicht 18, sorry. So, 198. Das heißt, ja, hier fällt in Bellic Island fällen nur noch zwei Trophäen. Dann habe ich sie. Dann habe ich sie nämlich alle komplett weg hier. So, das andere müsste nämlich dann hier hinten sein. So. Dann fehlt danach nur noch eine und dann habe ich sie hier auch alle. Wenn ich dann eine habe, fehlen mir hier nur noch zwei. Ach Quatsch. Wenn ich die andere hier jetzt dann habe, dann fehlt mir nur noch eine. Und dann habe ich sie eigentlich auch alle. Ey, aber das, auf das Idee wäre ich hier gerade gar nicht gekommen, dass die hier so offen da so liegt, ey. Ey, wir können ja froh sein, wenn wir sie in Bakers Island dann zum Beispiel sie da dann alle haben, zum Beispiel. Da können wir uns dann froh sein, wenn wir sie da alle haben. Aber. Nee. Hä? Hier unten oder was? Ist es jetzt nur die. Hey, ich find's geil, wie das manchmal so anzeigt. Hä? Das zeigt hier unten an. Aber hä? Wie oder was denn jetzt? Wie weit? Warte mal. Sag jetzt nicht, dass die hier unten irgendwo hier ist. Hey, Leute, wirklich. Ist ja ein Blödsinn nicht. Junge, beleidige mich lieber nicht, Alter. Das wird die Leitung, wenn ich sobald ich alle Trophäen habe, dann mache ich dich kalt, Junge. Dann poliere ich dir so deine Fresse, dass du nicht mehr weißt, wo es lang geht. Das kannst du mir echt glauben. Okay. Boah, Alter, die Trophäe ist echt gut für. Junge, die Trophäe ist echt super. Anscheinend ist die Trophäe gut versteckt anscheinend. Hier noch was. Aha, hier geht's runter, okay. Hier ist noch so ein Untergrund. Und hier. Ja, das ist diese. Ja, ich weiß, das ist dieses Bekloppte da unten. Das ist dieses hier, das ist dieses Bekloppte. Ich hoffe, dass es das jetzt endlich funktioniert, der Mist. Ja, da muss man ein bisschen rüber. Mit dem Wagen muss ich mit meinem Bettmobil ein bisschen rüber. Das ist einfach natürlich, aber. Das war jetzt, glaube ich, ein bisschen zu weit. Da gehen wir noch ein bisschen davon. So. So. Jetzt. Ja, ich weiß, das ist hier, dieses Rätsel. Das würde ich ja hinkriegen, wenn ich jetzt den blöden Seil, wenn ich den blöden Seilwerfer einsetzen könnte und nicht darüber könnte, wäre es okay, aber nee. Das mit dem blöden Seilwerfer macht mir noch hier Ärger. Sorry, Leute, das ist immer noch der blöde Seilwerfer. Hey, guckt doch mal, Leute, weil ich komme hier nicht rüber, weil der Seilwerfer mir noch hier Probleme bereitet, weil ich da nicht rüberkommen kann. Ich komme in keine Ecke mit dem Scheißding. Das ist das Scheißproblem gerade. Lässt mir den Seilwerfer nicht einfach nicht einsetzen, weil ich muss da gucken, dass ich rüberkomme, dass mir der, ich musste gucken, dass ich damit in die Ecke komme. Ja, ist okay. Dann müsste ich gucken, dass ich hier in die scheiß Ecke komme, dass es dann kurz abhebe, dass es dann das Ding da aufmacht, dass ich dann darüber bloß das Ding rüberballern muss.
Leute, ich glaube, wir müssen echt das Rätsel da lassen, weil ich komme da mit dem Seilwerfer echt nicht dran. Guck, weil der, ich weiß nicht, warum er mir hier das Seilwerfer spackt und bei dem anderen. Deswegen, Leute, echt. Bedclaw kann ich einsetzen. Das ist gerade der Mist, dass ich den gerade einsetzen kann. Aber ich finde es auch blöd, dass du mit dem hier nirgendwo dran schießen kannst. Mit dem Bedclaw. Nee. Der blöde Seilwerfer will sich nicht einsetzen lassen einfach. Siehst du, weil da muss ich kurz so runter und dann halt so. Aber der blöde Seilwerfer lässt sich hier einfach nicht einsetzen. Das ist nämlich gerade hier das. Ja. Irgendwie weiß ich nicht, warum das Seilwerfer hier nicht funktionieren will. Irgendwie, entweder spackt das Ding hier herum, keine Ahnung, entweder spackt das Teil herum oder frag mich nicht. Ich kapp das Ding nochmal. Frag mich nicht, ich weiß nicht, was hier, warum es hier nicht funktionieren will. Ja, hier funktioniert der blöde Seilwerfer. Hier funktioniert wieder der scheiß Seilwerfer. Das ist ja jetzt, das ist ja das blöde Problem gerade hier. Hier funktioniert der blöde wieder der Seilwerfer. Da wo er aber nicht funktionieren, da wo er funktionieren soll, da funktioniert er nicht. Und das ist einfach das blöde Problem. Ich weiß, wie das funktioniert. Ich muss den Seilwerfer einsetzen. Aber irgendwas funktioniert hier an dem scheiß Ding nicht. Ohne Witz, irgendwas funktioniert hier nicht. Irgendwas will hier nicht funktionieren. Ich weiß es nicht. Einfachste Rätsel, was es gibt, aber ich habe ja doch gesehen, ich will den Seilwerfer einsetzen, aber das funktioniert nicht. Das Spiel lässt mich den Seilwerfer nicht einsetzen. Das ist kein Bug. Ich glaube nicht, dass das ein Bug ist, sonst würde das komplette Spiel verbuggt sein. Und dann würde ich gar nicht, dann hätte ich die anderen Dinger doch auch nicht freigekriegt. Dann hätte ich die anderen Teile doch auch nicht geschafft. Deswegen, da kann irgendwas da nicht stimmen. Oder muss ich da irgendwas erfüllen vorher? Ah ja, hier sind die blöden Studios. Das ist auf Baker's Island. Hier in den Studios. Hier müsste ich wahrscheinlich noch mal Rätsel finden. Da muss ich jetzt erstmal dorthin gehen. Sorry. Muss ich dort erstmal hingehen. Weil dann muss ich zum Beispiel zu den Rätseln später hinkommen, weil mir das da keine andere Wahl lässt. Weil ich das muss ich dann zum Schluss machen, weil ich an das Ding irgendwie nicht drankomme, weil ich da den scheiß Seilwerfer nicht einsetzen kann. Tut mir leid, Freunde, das ist einfach so. Ich komme an den scheiß... Nein, nein, das habe ich. Und dann gibt es ja noch was, wo du mit dem kompletten Battering auch noch einsetzen musst. So, da muss ich mich wohl hier rüber begeben, weil irgendwo hier müssen doch neue, irgendwo müssen dort auch Riddler-Rätsel sein. Hä? Mal kurz hier rüber. Hä? Das ist nicht euer Ernst gerade hier.
Funker. Maspan. Nessa Studio. Ja, dort will ich hin, verdammt. Jawohl. Öffnen. So, weil hier müssten ja eigentlich auch noch Rätsel sein. Nicht Rätsel, aber Riddler-Trophäen. Ja. Ja. Guck mal, das ist ja, da backt ja auch nichts, da ist ja auch kein Ding drauf. Und außerdem ist das Spiel schon längst draußen, dann dürfte es eigentlich gar keinen Bug haben. Und dann dürfte das Spiel ist außerdem auch schon, das Batman Arkham Knight ist doch außerdem auch schon lang draußen, dann dürfte es eigentlich auch gar keine Bugs haben. Ja, sorry Leute, das ist einfach so alles. Nervt mich gerade selber. Irgendwie gerade ein bisschen hier. Ja. Ich lache. Dein Personal zu schicken ist eher deine Sache. Oh, Klappe. Ja. Das war klar, dass die da noch immer noch rum. Dass die da jetzt immer noch tot rumliegen, das war klar. Meine Güte. So. Die Infektion wurde zuerst vor 4 Wochen festgestellt, als er einen Groupie ins Koma prügelte. Der Rest der Welt denkt, er wäre auf Entzug in einer exklusiven Reha-Klinik. Anscheinend wurde durch die Infektion ein nicht gerade kleines... Kann man anscheinend auch nichts machen gerade. Aktuelle zeigen, dass die Infektion in 48 Stunden ihre finale Phase erreicht. Okay. Wow! Wow, das sind die Panasonic Studios innen drin. So sieht das von innen aus. Cool. Oh, Alter, wie viele Trophäen hier sind. Meine Fresse, ey. Das sind in den, kann man das nicht markieren, den Scheiß? Hallo? Wow. Hey, wieso kann ich mir den Scheiß nicht markieren hier? Sonderblitzen. Wow, das ist noch 1, 2, 3. Wow, hey, hier in den Studios gibt es eine Menge. Hier gibt es echt eine Menge noch. An Rätseln, also an Trophäen. Wir verlassen mich hier nicht. Das ist Exit, das will ich nicht. Da will ich nicht raus. Nee, da nichts. Mann. Ja gut, dann gehen wir jetzt nämlich hier hin und von da die ganzen Riddler-Ding hier holen. Okay, dann bin ich jetzt im Part hier.